Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. 2021 ist vorbei, 2022 ist jetzt da und somit ist das erste Video 2022 dieses hier auf meinem Kanal. Ich werde ja im heutigen Video so ein bisschen sagen, was im vergangenen Jahr passiert ist. Ich werde dir in diesem Video auch sagen, was jetzt dieses Jahr alles so passieren wird, was an großen Projekten auf jeden Fall umgesetzt wird, was an Maschine eventuell noch hier reinkommt. Ich kann mal nur so viel sagen, ich habe noch so grünes Zeug in einem Zwischenlager quasi stehen und das wird auf jeden Fall hier reinkommen, das muss ich nur noch abholen. Und ich habe auch noch im vergangenen Jahr, Ende 2021, noch eine Maschine gekauft und noch so ein Vorschubapparat. Werdet ihr gleich auch alles sehen. Dazu werde ich euch auch noch sagen, was ich 2021 mit YouTube an Werbeeinnahmen verdient habe. Ich werde ja so ein paar allgemeine Infos geben und ja, schön, dass du immer noch dabei bist. Jetzt geht's los. Was ist 2021 nicht passiert oder was hat sich nicht verändert? Ich habe weiterhin mein Lager in Mönchengladbach. Das ist das Team, was die Pakete, falls du was auf meinem Online-Shop bestellst, zu dir nach Hause verschickt. Super geiles Team, super familiär. Ich habe vor kurzem, also Ende 2021, habe ich Inventur dort gemacht und ein gutes Beispiel, wie es dort derzeit aussieht, ist so ein bisschen der Nordpol. Wenn der Weihnachtsmann alle Pakete vorbereitet, damit das ausgeschickt werden kann. Also jemand, der noch nie in so einem Lager drin war und in so einem krass großen Lager, das ist komplett abgefahren. Deswegen, ich bin sehr happy, dass das weiterhin Bestand hat. Die Michaela und der Stefan und das ganze Team von den beiden, die kümmern sich halt eben darum, dass die Pakete zu euch nach Hause geliefert werden können. Bin ich immer noch mega, mega happy und auch mega stolz drauf, dass das weiterhin so gut funktioniert. Eine Änderung bzw. eine Neuanführung oder eine was auch immer, wo ich auch mega happy drum bin, ist der liebe Marius. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wer ist der Marius? Der Marius ist die Person, die die Videos hier schneidet. Und zwar war es 2021 anfangs so, dass ich die Videos selbst geschnitten habe, komplett. Und das ist mir halt eben aufgefallen, dass ich irgendwie einen Großteil von der Zeit am PC sitze und nicht mehr hier in der Werkstatt bin, was ja gar keinen Sinn macht. Ich habe hier eine Werkstatt mit dem ganzen grünen Zeug hier rumstehen, aber ich habe keine Zeit, es zu benutzen. Hört sich ein bisschen blöd an, aber es war tatsächlich so. Deswegen habe ich die Arbeit, was den Videoschnitt und die Thumbnail-Bearbeitung angeht, die Marius abgegeben. Bin auch immer im regelmäßigen Austausch mit Marius und Marius, hier an öffentlicher Seite geht hier ein Dank an deine Seite. Du hörst ja sowieso als erster Stelle. Bin ich mega happy, dass das alles so funktioniert. Für dich als Zuschauer, wie funktioniert denn das? Oder wie ist die Struktur, wie ich es halt eben mit Marius gestalte? Ich filme hier immer zwei Projekte, zum Beispiel in der Werkstatt. Und darunter sind auch immer diese größeren Projekte. Da filme ich normalerweise 2 bis 4 Tage an einem Projekt. Das heißt, die ganze Woche filme ich hier an großen Projekten und das Ganze wird dann auf eine Festplatte gepackt und die gebe ich montags Marius. Dazu bekommt er auch immer ein Arbeitsblatt. Das sind zum Beispiel die Thumbnails. Die werden dann von mir beschriftet, was wohin soll, wo zum Beispiel ein Pfeil hin soll, wo irgendwie eine Schrift hin soll, wo irgendwas bearbeitet, eingesetzt, ausgeschnitten werden soll. Das bekommt der Marius immer montags. Dann schnibbelt er das Ganze immer durch, gibt es mir sonntags wieder ab, teilweise auch früher. Und ich schaue mir es dann halt eben dienstags und donnerstags morgens, ich stehe immer um 5 Uhr in etwa auf, da schaue ich es mir halt eben um 5:30 an, schneide es noch einmal nach, das heißt, ich schaue es mir noch einmal überprüfend an, mache die Musik drunter, passe ein paar Sachen an, falls es was anzupassen gibt und stelle das Ganze ins Internet. So ist tatsächlich der Ablauf hier in der Werkstatt die letzten Monate und ich glaube über das letzte halbe Jahr gewesen und das funktioniert sehr gut und schreibt mal gerne in die Kommentare, Marius, das machst du sehr gut. Das wird nicht nur mich freuen, sondern das freut Marius bestimmt auch. Ah, da hinten sehen wir schon eine neue Maschine. Oh, ich freue mich, das ist ein tolles Teil. Was wird sich strukturell auch noch so ein bisschen verändern? Und zwar werde ich die E-Mails abgeben. Das bedeutet, das ist mittlerweile alles zu viel, dass ich das nicht mehr packe. Das ist auch dumm. Natürlich packt man alles. Man muss halt einfach weniger schlafen, dann packt man es. Aber dann bleibt halt das Wesentliche auf der Strecke liegen bleiben und ich denke, das ist so das Wichtige, dass das halt auch Bestand hat. Das ist ja ein Ausnahmevideo, das ist das erste Video für 2022, deswegen ein bisschen mehr Blabla. Ich werde E-Mails abgeben an meine Mutter, die wird die dann halt eben vorbearbeiten, sortieren und halt was die Buchhaltung angeht aussortieren und sich darum kümmern und das alles für einen Steuerberater fertig machen. Das ist für dieses Jahr geplant. Im vergangenen Jahr habe ich zum ersten Mal mir eine Weiterbildung gekauft. Oh Gott, jetzt schrecke bestimmt ganz viele Leute ab. Und zwar ist das Marketing. Online-Marketing ist ja schon fast verrufen. Aber da kann ich euch beruhigen, das wird gar nichts, also da wird man gar nichts hier auf YouTube sehen. Das ist einfach eine Weiterbildung, dass man halt eben den Job zum Beispiel weiterbringen kann. Das war für mich persönlich ein krasser Schritt, denn das waren ein paar tausend Euro tatsächlich, die ich auch bezahlt habe, aber wo ich weiterhin sehr, sehr glücklich bin. Und für euch als Information, was so hinter den Videos auch noch so ein bisschen abgeht. Ich habe ja ein FAQ letztes Jahr gemacht und da habe ich eine richtig gute Frage bekommen. Und die Frage war von Holz Love
Woodworking. Ey, vielen, vielen lieben Dank für deine Frage damals. Die hat mir nämlich ganz schön zu denken gegeben. Da habe ich mich gefragt, was sind deine Ziele mit YouTube? Und ich habe, als ich das Video damals gedreht habe, habe ich mir echt, ich glaube, eine Stunde Gedanken gemacht und habe mir echt eine Stunde hier die Beine in den Bauch gestanden und habe mir gedacht, was sind denn eigentlich so meine Ziele mit YouTube? Und da bin ich auf den Entschluss gekommen, dass mein Ziel mit YouTube ist, dir als Zuschauer, euch als Zuschauer, schöne 15 bis 25 Minuten hier auf YouTube zu machen. Sei es Unterhaltung, wobei das ein bisschen weniger ist, denke ich. Sei es halt eben was Produktives, wenn wir hier eine Werkbank bauen oder hinten ein Filterauto. Oder sei es halt eben Wissen. Wissen, wo ich euch zum Beispiel gesagt habe, was Holz kostet. Das ist, in meinen Augen war das Wissen. Das gab es vorher nicht so wirklich gebündelt auf YouTube. Und deswegen habe ich mir das für mich als persönliches Ziel gemacht, das halt eben hier auf dem Kanal umzusetzen. Da bin ich auch mega, mega happy drum. Ich werde euch später die YouTube-Einnahmen zeigen, was ich 2021 verdient habe. Und da müsst ihr euch an das, was ich gerade gesagt habe, müsst ihr euch erinnern, denn da sind meine YouTube-Einnahmen tatsächlich in die Höhe geschnellt, was als Vergleich für das ganze vergangene Jahr angeht. Also Holz, Love-Woodworking, vielen lieben Dank für deinen Denkanstoß, dass ich mir damals mal richtig Gedanken darüber gemacht habe. Super Sache. Danke. Diese Frage hat natürlich nicht zur Folge, dass ich weniger Arbeit hatte, ganz und gar nicht, sondern dass ich viel, viel mehr Arbeit hatte. Aber das ist immer so eine gewisse Kombination, wenn man hier drin in der Werkstatt was macht und das findet halt mehr Ansehen oder mehr Gefallen auf YouTube, dann macht das Ganze einfach viel mehr Spaß. Das ist so ein Fluch und Segen natürlich auf YouTube, weil da kann man, glaube ich, auch sehr schnell abdriften, dass man dann, wenn man sieht, okay, boah, 20.000, 30.000, 100.000 Aufrufe, dass man dann halt eben Content macht, Content öfters macht, der die gleichen Aufrufe erzielt. Natürlich kommt dann noch der finanzielle Aspekt dazu, dass das dann halt eben noch mehr Spaß macht als Content Creator, wenn man sieht, boah, das gefällt den Leuten. Ich kann Bums-Themen kann ich super schnell abdrehen, ich habe nicht mehr so viel Arbeit und ich verdiene damit ein gutes Geld, ist, glaube ich, sehr, sehr gefährlich, denn dann kann man sehr schnell abdriften. Das war nämlich auch so ein persönliches Ding, was ich für mich gemerkt habe. Das hat mich so ein bisschen gestört, dass immer mehr Videos auf YouTube so im Holzbereich sind, die halt irgendwelche Tricks, irgendwelche Hacks, irgendwelche was auch immer zeigen. Aber in Wahrheit sind das oft dann solche Tricks, die man irgendwie als Moderator in dem Video zeigt und man sie danach selber nicht mehr benutzt. Und ich habe mir für mich gedacht, hey, ich habe hier so eine große Werkstatt, ich habe hier so coole Maschinen drin stehen. Dann, nee, so ein bisschen mehr Arbeit ist vielleicht nicht so schnell zielbringend oder so schnell erfolgsbringend, aber nee, da kann ich für mich besser mit leben. Kleines Beispiel hier, diese Kiste. Ich könnte euch zeigen natürlich, wie ihr super günstig und super schnell und irgendwie super cool so eine Kiste baut, aber ich habe mir mal gedacht, so hey komm, ich will jetzt einmal so eine Kackkiste bauen und ich will die mein Leben lang haben und ich will euch vielleicht einen Trick geben, wie ihr es aus Massivholzreststücken schneller machen könnt. So ist dann halt eben dieses Projekt entstanden. Oder da hinten das Thema Staubfilter. Ich hätte mir einen Staubfilter kaufen können, hätte sagen können, boah, Staub ist so schlimm, ihr müsst euch irgendwie darum kümmern. Ich habe aber halt eben gedacht, komm, ich habe noch so einen Ventilator, was kann ich mir irgendwie aus der Nase ziehen, wo ich halt auch eben selbst so ein bisschen besser in dem ganzen Zeug hier werde. Und deswegen habe ich zum Beispiel das Filterauto gebaut. Das ist so meine Herangehensweise für das Jahr 2021 gewesen. Danke nochmal für die Frage. Und damit bin ich sehr, sehr glücklich tatsächlich. Also im Moment macht es wirklich super viel Spaß. Mit euch als Zuschauern, mit euch als Kommentatoren. Ich habe wirklich fast gar keinen Bullshit als Kommentar. Da bin ich echt super happy und super dankbar. Also danke für jeden, der kommentiert, aber auch danke für jeden, der nicht kommentiert und sich es einfach nur still anschaut. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Teil. Die Folge davon war, dass ich im vergangenen Jahr ca. 70 Projektvideos gemacht habe. Zum Beispiel dieses Filterauto. Ich habe mir so eine coole Werkbank gebaut aus Massivholz und ganz viel gedrechselt und alles super aufwendig tatsächlich. Ich habe mir eine Tragekiste gebaut und ich benutze tatsächlich noch jeden Tag. Es ist immer noch sau schwer, aber egal. Was wird sich auf jeden Fall 2022 verändern? Hier mal so ein Sneak Preview Dingsbums an Projekt und zwar ist das die Absauganlage. Ich habe irgendwann so ein bisschen angefangen, größere Maschinen zu horten und da ist mir ja, schmerzlicherweise aufgefallen, dass eine große Maschine auch eine große Absauganlage braucht. Dies war jetzt nicht die kleinste, aber es ist auch nicht die größte. Deswegen hier im Moment staubt es hier echt extrem drin. Der Langbandschleifer staubt extrem. Die Hobelmaschine staubt nicht, die macht einfach kubikmeterweise Späne. Und deswegen habe ich auch im vergangenen Jahr hier dieses Gebläse gekauft. Die Leute, die sich noch vielleicht daran erinnern, an die riesen Absauganlage, die da hinten gestanden hat, da war leider zu viel Arbeit dran, dass man die wieder ins Laufen bekommt. Und ich hätte nicht gewusst, ob sie halt eben läuft. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier dieses Ding zu bauen. Und genau,
Das wird richtig cool. Und da wird es dann auch hoffentlich bald ein neues Produkt auf meinem Shop geben. Da bin ich derzeit noch mit den Amerikanern am Klären. Denn da will ich dann was importieren. Das ist aber noch super viel Arbeit, deswegen kann ich da leider noch nicht so viel zu sagen. Ich brauche auch selbst die Teile. Deswegen, ich muss das alles noch ein bisschen klären. Aber dann werde ich hier eine richtig coole Absauganlage bauen. Es geht nicht darum, dass sie richtig groß ist. Es geht nur darum, dass das Konzept cool ist. Das kann man für euch als Zuschauer, dann kann man das halt auch für die Werkstatt anpassen. Und kann sich seine Absauganlage halt eben angepasst an die Werkstatt selbst bauen. Und das wird auch mit eins der coolsten Themen, wo ich mich jetzt schon drauf freue, für 2022. Thema Absauganlage. Diese große Absauganlage kann man dann nicht mehr benutzen, indem man eine Einschaltautomatik dran klemmt. Das bedeutet, die Absauganlage hat selbst schon 3 kW und die Hobelmaschine hat zum Beispiel 5,4 kW und ich will nicht 8 kW über eine Leitung laufen lassen. Das hat halt eben für mich zur Folge, dass ich mal da auch wieder ein paar Gedanken machen musste. Und ich habe jetzt was umgerechnet 7 Euro pro Absperrschieber als Einschaltautomatik funkmäßig kostet, für euch zum selber bauen. Aber da muss ich jetzt noch selber ein bisschen rumwerkeln, so ein bisschen rumexperimentieren, aber soll für euch nur bedeuten, hier kommen richtig coole Projekte. Dann könnt ihr euch zum Beispiel wirklich für kleines Geld eine Einschaltautomatik an den Absperrschiebern selber bauen, ohne Pneumatik, ohne große Elektronik. Es ist wirklich simpel. Es ist wirklich sehr, sehr simpel. Und das ist auch so ein Thema, was dann auch mit dieser Absauganlage hier kommen wird. Eine Einschaltautomatik an den Absperrschiebern, das heißt nur noch aufschieben, aufziehen und dann geht die Absauganlage an. Das wird richtig cool. Natürlich braucht man für eine Absauganlage auch Rohre. Hier liegen auch schon so ein paar. Es werden auch nur Metallrohre dann verbaut, denn ja, wäre halt blöd, wenn es hier irgendwie eine Verpuffung gäbe und dann der Spaß schon vorbei wäre. Deswegen werde ich auch bei dieser großen Absauganlage KG-Rohre benutzen. Ja, dann wird es auch nicht mehr so staubig an Rohren sein, weil sich der Dreck dran anhaftet. Maschinen sind toll und wenn man die Maschinen in der Werkstatt hat, ist es noch tollerer. Deswegen habe ich mir Ende 2021 auch noch hier diesen Kantenschleifer gekauft. Ich wollte mir eigentlich einen selbst bauen, aber der hat 450 Euro gekostet. Deswegen habe ich mir überlegt, komm, dann ist das Ding fertig und ja, wollt ihr darüber ein eigenes Video haben, über einen Kantenschleifer, wie das Ding funktioniert und so weiter? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann durch Zufall, wisst ihr, der Kantenschleifer hat hier gestanden. Mein Paps sagt so, guck mal Philipp, was ist denn das? Ich sehe da einen Vorschubapparat und der Verkäufer, der war echt richtig, richtig cool. Da hat er gesagt, ja, da haben hier so geile Leute geschrieben und die halt wollte dann nur hier das Stativ haben. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, ich kenne 120 Euro, da soll das gerade mithollen. Ich hatte halt schon direkt diesen starre Blick, Geldbeutel geholt, hier kommen ja schon 120 Euro. Und ich habe jetzt hier diesen Vorschubapparat. Fun Fact, ich habe eine Tischfräse gekauft. Da war kein Vorschubapparat dran. Da hat mir ein lieber Zuschauer geschrieben, hey, hier guck mal, hier hat noch jemand eine Tischfräse. Mit dem habe ich auch schon telefoniert und hier habe ich gesagt, ja, gib mir bitte noch ein bisschen Zeit, ich muss das Sägewerk rausbekommen. Zeige ich euch auch gleich noch. Aber dann kaufe ich die auch. Das bedeutet, eigentlich habe ich mir die zweite Tischfräse nur gekauft, um Vorschubapparat zu haben. Aber jetzt habe ich 2 vollwertige Tischfräsen. Aber ich habe mir ja gesagt, ich hole sie, deswegen werde ich die auch auf jeden Fall holen. Deswegen kommt 2022 nicht nur eine Tischfräse, sondern 2 Tischfräsen. Vielleicht mag der ein oder andere sich jetzt wundern, Philipp, deine Werkstatt ist doch schon so voll. Nee, da ist noch ganz viel Platz. Zum Beispiel hier das Sägewerk. Da werden wir in diesem Jahr, also in dieser Woche, sehr wahrscheinlich noch zum TÜV fahren, dann werden wir eine 21er Abnahme machen. Denn es hat tatsächlich die ganze Zeit nur hier dran gehapert, an diesem wunderschönen E-Satz, also an dem Lichtbalken mit der Verkabelung. Das ist jetzt aber getan. Und damit können wir halt eben jetzt zum TÜV eine 21er Abnahme machen. Der schaut sich das dann neu an, das wird dann als Plateauanhänger eingetragen. Die Maße vom Anhänger werden angepasst und das wird dann hoffentlich diese Woche noch passieren. Und dann kann ich halt eben endlich das Sägewerk auf den Anhänger draufspannen und habe hier wieder mehr Platz drin. Und dann habe ich mir auch schon was überlegt. Eine große Bandsäge wäre auch schon cool und da steht auch schon eine. Theoretisch könnte ich auch hier diese ganzen Böden rausnehmen von diesen Metallregalen, da könnte ich dort auch wieder eine Maschine hinstellen. Also es ist noch ganz, ganz viel Platz. Die Kappsäge soll übrigens auch dort hinten in das Regal reingestellt werden. Hier soll der Anleimer hin, also hier diese schöne Maschine. Und dann ja, kommt der Anhänger ja sowieso raus. Und da habe ich hier auch wieder ein bisschen mehr Platz, um halt eine Maschine hinzustellen, die ich halt eben nicht so oft benutze. Das wird auch tatsächlich hier diese sein, denn ich habe mir noch eine große Abrichte gekauft.
Aber das dauert noch kurz. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, bis ich die hier hinstellen kann. Auch habe ich im vergangenen Jahr noch angefangen, mit den Engländern so ein bisschen was zu klären. Denn ich möchte halt eben weitere Drechseleisen auf meinem Shop anbieten. Da bin ich derzeit auch noch dran. Das soll auch möglichst bald tatsächlich passieren, dass es dann auch noch weitere Drechseleisen auf meiner Webseite gibt. Das habe ich im vergangenen Jahr auch noch gemacht. Das hört sich so an, ja, ich habe das mal gemacht. Schick mir die mal. Es dauert immer so lang. Im vergangenen Jahr habe ich mir auch tatsächlich, also ich kaufe mir echt wenig neue Maschinen, wenig neue Handmaschinen, aber da gab es dieses eine Projekt, was mich so geärgert hat, dass ich mir tatsächlich eine neue Flachdübelfräse gekauft habe. Im Projekt habe ich mir direkt die neue Flachdübelfräse gekauft und viele haben mir dann auch unter das Video geschrieben und haben gesagt, so, ja, kauf da die, die ist gut. Und das habe ich auch gemacht und ich zeige da mal, welches geworden ist. Makita Flachdübelfräse. Wirklich gutes Teil. Also ich habe ja wirklich, wie gesagt, wenig neue handbetriebenen Maschinen, wo ich auch ein bisschen stolz drauf bin. Weil ich will euch hier nicht vorleben, dass ihr die besten und teuersten Maschinen braucht, damit ihr das hier halt eben machen könnt. Ich persönlich sehe es immer so, wenn ich ein Haus umbaue und ich habe halt eben Bauholz oder ich habe halt eben Holz, was ich grob auf Länge zuschneiden muss, dann brauche ich dafür keine Festool-Kappsäge. Wenn ich weiß, dass ich nur diese Aufgabe zu tun habe, dann würde ich mir auch so eine Bumshandkreissäge kaufen und die halt eben da durchprügeln, weil das Ziel ist ja, die Aufgabe zu erledigen und nicht halt eben 1000 Euro auszugeben für die Tauchsäge. Und normalerweise sind diese billigeren Maschinen, je nachdem, was es für eine Marke ist, gar nicht mal so schlecht. Klar, sie sind immer noch günstig, die hält dann vielleicht nur 3 Jahre und nicht 10 Jahre, aber es spielt keine Rolle. Deswegen, ich habe mir hier eine neue Maschine gekauft, zum Beispiel die Tauchsäge, kann ich euch auch gerade mal zeigen. Diese Tauchsäge hier zum Beispiel, die hat ja auch kleines Geld gekostet und ich benutze tatsächlich schon relativ viel. Und das ist eine Einhell-Tauchsäge. Ich habe da mal zum Spaß, habe ich das Ganze hier abgeklebt. Viele schreiben mir, ja, bist du zufrieden mit der Muffel-Tauchsäge oder geile Muffel-Tauchsäge? Da habe ich ein paar Mal eine Nachricht zu bekommen. Aber es ist eine Einhell-Tauchsäge. Deswegen, ich persönlich brauche hier nicht die brutalsten Maschinen, was Handmaschinen und neue Maschinen angeht, auch gerade im vierstelligen Bereich. Weil ich muss ja auch gucken, dass ich die Kohle irgendwie so ein bisschen zusammenhalte. Aber Thema Maschinen. Wenn Festool zu mir jetzt sagen würde, Philipp, du bekommst alle Festool-Maschinen, würde ich tatsächlich nach dem jetzigen Standpunkt sagen, brauche ich nicht, weil ich damit echt derzeit echt super, super zufrieden bin. Aber wie sieht es denn grundsätzlich mit dem Thema Maschinen-Sponsoring für 2022 an? 2022 aus. Könnte man, glaube ich, fast schon als Schimpfwort nutzen. Thema Pelletpresse. Ich denke, das ist ein cooles Thema. Und selbst für die Leute, die das nicht brauchen, wird es auch ein cooles Thema sein. Denn was man daraus machen kann, ist cool. Denn zum Beispiel Langbandschleifer, oh Gott, braucht auch nicht jeder, aber ich denke, es ist trotzdem cool zu sehen, wie ein Langbandschleifer Holz wegschleift. In diesem Jahr werde ich Tassen rausbringen, die gehen richtig dumm. Also ich habe jetzt schon ein bisschen Angst vor dem Release, weil das richtig, richtig dumm wird. Aber ich denke, es wird witzig. Also die Leute, also ihr könnt dann über mich schlagen. Sowas, so Tassen, also das wird witzig. Anderes Thema, Thema Werbung. Was wird sich bei der Thema Werbung im Jahr 2022 hier auf dem Kanal verändern? Vorgeschichte. Ich habe Videos gesehen, wo Leute Produkte benutzt haben und da dann halt eben gewisse Ausdrücke genannt wurden oder gewisse Formulierungen benutzt wurden, wie zum Beispiel, ich benutze diese Schrauben. Alle anderen Schrauben vorher fand ich nicht gut. Ich benutze jetzt nur noch diese Schrauben, weil die besten sind. Wenn die Kamera aus ist, sind die Schrauben gut, ne? Aber die Schrauben, die man dann vorher hatte, natürlich werden die aufgebraucht, weil die sehr wahrscheinlich gar nicht so kacke waren. Nehmt das einfach mal so als Beispiel. Das könnt ihr auf ein paar verschiedene Produkte nehmen, wo man sich dann so denkt, okay, irgendwie ein bisschen komisch, oder? Deswegen werde ich in Zukunft, geplant ist, maximal 2-mal im Monat, eine Werbeintegration in einem Video zum Beispiel schalten, wo ich euch dann irgendwas vorstelle. Das letzte Video 2021 mit diesen Kleinteilkisten habe ich euch zum Beispiel Safdesk vorgestellt. Safdesk benutze ich tatsächlich selbst, aber wenn ich Safdesk nicht benutzt hätte und ich euch halt in dieser 1 Minute oder in den 2 Minuten gesagt hätte, was Safdesk kann und es dann rum ist und das Projekt dann nochmal weiterläuft, dann finde ich, das ist eigentlich die bessere Werbung, als irgendjemandem ein A für ein O zu verkaufen. Oder ein A für ein B, wie sagt man das normalerweise? Also das wird sich, was das Thema Werbung angeht, verändern. Ich habe hier noch ganz, ganz viel vor. So vereinfacht es mir halt eben so ein bisschen. Natürlich sind die anderen Projekte, was den Online-Shop und alles andere angeht, weiter nicht still. Das bedeutet, Rudi rastlos bedeutet das. Thema Drechselkurs. Im vergangenen Jahr wollte ich das eigentlich schon starten, aber leider ist uns ja so das allzeit bekannte Thema dazwischen gekommen. Ich habe mir für mich gedacht, okay, komm,
Das war ja Mitte, Anfang des Jahres 2021. Ich möchte erst wissen, ob im Winter alles wieder zugemacht wird und ich somit dann auch keine Drechselkurse mehr geben könnte. Da wollte ich halt einfach auf Nummer sicher gehen und habe für mich entschieden, ich schiebe den Drechselkurs ein bisschen nach hinten. Der Drechselkurs, tatsächlich sind jetzt schon erste Termine bekannt. Die Leute, die sich per Mail bei mir gemeldet haben, werden da auch noch eine Information bekommen. Ich denke, das wird Januar, Februar so rum in etwa sein. Ich bin tatsächlich auch ein Dozent, das ist ein witziger Zufall, da hinten ist eine Erwachsenenbildung, da bin ich dann jetzt Dozent, dort wird es dann auch die Drechselkurse an, dort werden die auch angeboten werden, aber primär für diejenigen, die sich bei mir gemeldet haben, die werden auch eine Information bekommen per Mail, ganz, ganz wichtig. Philipp, wo will ich denn die ganze Drechselbank hinstellen? Ich habe noch ganz viel Platz, das geht, also es ist wirklich, hier ist noch viel Platz, ne? Um Gottes Willen, hier ist wirklich noch Platz drin. Also Drechselkurse wird es in diesem Jahr tatsächlich offiziell geben. Mir fällt gerade noch was in, in diesem Jahr werde ich noch ein Buch schreiben. Das ist kein Scherz. Ich werde Buch schreiben. Das wird auch noch cool. Aber da kann ich nicht zu viel zu sagen. Ich muss erst noch schreiben. Aber in diesem Jahr wird noch ein Buch rauskommen. Ich bin erst 24 Jahre alt. Ich bin selbstständig. Das macht man hoffentlich sein ganzes Leben lang, dass das auch alles hoffentlich ganz gut funktioniert. Und deswegen muss man natürlich immer so ein bisschen schauen, was man noch machen kann. Und deswegen habe ich für mich beschlossen, in diesem Jahr erste eigene Produkte auf meinem Shop anzubieten, die auch hier in der Werkstatt gebaut werden. Ein ganz cooler Nebeneffekt, dann kann ich mir immer selbst sagen, na, eigentlich ist die Hobbymaschine ziemlich groß, aber dann kann ich auch nochmal eigentlich sagen, Philipp, du brauchst das. Ist ganz schlimm, ne? Diese Kombination. Also im nächsten, also in diesem Jahr wird es erste eigene Produkte geben. Da bin ich schon an ein paar coolen Sachen dran, ist aber auch jede Menge Arbeit. Und genau, deswegen wird es in diesem Jahr auch erste eigene Produkte, die ich herstelle, hier in dieser Werkstatt, dann auch auf meinem Online-Shop geben. So, wie viel habe ich mit YouTube verdient? Ich rufe mal die Analytiken auf. Komm, wir sind schon alle an Geiern. Im vergangenen Jahr habe ich mit YouTube $15.575 verdient. Das sind im Monat um die $1.300. Das ist schon mal, ich glaube, ungefähr doppelt so viel, was ich im Jahr vorher verdient habe. Das ist schon echt ganz cool. Aber das Entscheidende ist, wenn man sich hier diese Grafik anschaut, dass, wo das Ganze steigt, dass es ab dem Zeitpunkt war, als ich das Q&A gemacht habe, wo ich für mich festgestellt habe, dass es mir wichtig ist, Werte auf YouTube zu bringen. Das heißt, Videos, bei denen ich auch noch ruhig schlafen kann und mal denken kann, das sind gute Videos, wo ich auch noch in 5 Jahren gut finde und ich nicht denke, das war nur ein Video, was ich gemacht habe, damit ich mir dann hier die nächsten 2-3 Monate damit Geld verdiene. Das waren dann Projekte, das waren Werkstattprojekte, das war eine Werkbank, was halt eben mein ganzes Leben lang cool ist und ich damit halt eben auch happy bin. Ist ein ganz schöner Nebeneffekt und es zeigt auch wieder, wenn man halt irgendwie das Richtige macht, dass es dann auch irgendwie funktioniert. Nichtsdestotrotz habe ich ja davor nicht so viel mit YouTube verdient. Ich musste halt eben schauen, dass ich alles bezahlen kann. Habe mir andere Sachen noch angeschaut, was man machen kann, sprich Shop zum Beispiel. Deswegen ist das jetzt ein ganz cooler Bonus. Das ist ganz gut, da kann ich mehr Maschinen kaufen und kann hier mehr umsetzen in der Werkstatt. Ich denke, es ist aber auch ein bisschen gesünder gewesen, dass YouTube erstmal nicht so krass war, was die Kohle anging. Denn es gab vor Jahren gab es einige Kanäle, die halt eben echt wirklich durch die Decke gegangen sind mit ihren Kanälen. Jetzt gar nicht mal so im Heimwerkerbereich zum Beispiel oder im Holzbereich, sondern zum Beispiel in der Unterhaltung. Und die haben dann Videos gemacht, die millionenfach geklickt wurden. Und die haben halt echt gutes Geld verdient. Die hatten aber keine Ausgaben. Die hatten dann halt eben mal ein halbes Jahr oder ein Jahr oder auch vielleicht 2 Jahre, wo die echt richtig gut Geld verdient haben. Dann wurden sie halt dementsprechend auch irgendwie eingestuft, was sie an Steuern bezahlen mussten. Dann ist YouTube abgekackt, weil sie weniger Aufrufe gemacht haben. Und dann kann die Insolvenz halt eben auch ganz, ganz schnell kommen. Deswegen, ich bin persönlich echt ganz happy, dass das die Richtung ist, dass erst YouTube nicht so gut war und es halt eben jetzt okay ist. Und ja, was sagt ihr dazu? Denkt ihr, das ist super viel? Denkt ihr, ich bin jetzt hier rich bitch? Nee. Genau. Leute, ich bin immer super unentschlossen, wenn ich so Videos mache, weil ich kann besser so Holz zuschneiden. Deswegen hole ich mal hier gleich die ganze Palette und schmeiße durch die Hobbymaschine. Das mache ich irgendwie lieber als solche Laber-Videos. Aber das sind so ein paar Infos, was 2022 passieren wird. Jedenfalls ist das ganz viel Arbeit und ich freue mich mega drauf. Und ich freue mich, das Ganze mit euch zusammen zu machen. Für euch wird sich erstmal nicht so viel verändern. Es wird weiter regulär. Oh, ich habe noch eine Neuerung. In dem Jahr wird sehr wahrscheinlich nur im Sommer 1 oder 2 Monate kein Videos gehen. Dass da harter Cut drin ist und nicht halt irgendwie alle 2-3 Wochen Video kommt. Das noch als kleine Information. Werde ich aber vorher vielleicht nochmal kurz dann als Info dann euch geben. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch ein traumhaftes Jahr 2022. Packt irgendwas an, denn immer wenn ihr fleißig seid, dann nimmt es meistens auch ein gutes Ende. Also das vielleicht so als kleine ermunternde Phrase am Schluss.
Tschüss. Hier findest du noch zwei Videos. Bis zum nächsten Video.